Hallo von der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Chantal in Märchenland. Ja, in diesem Film, der eine ja, mehr oder weniger Fortsetzung von Fakio Goethe ist, geht es um die Chantal, die wir alle kennen, gespielt von Jella Hase. Und äh, ja... Die möchte gerne als Influencerin richtig durchstarten, ja, was eher so ein bisschen mäßig funktioniert. Und ähm, ja, sie versucht auch mit ihrer besten Freundin, Zeynep, gespielt von Gisem Embre, die kennen wir auch aus Fuck you Goethe, halt ähm, hier und da irgendwie Content zu bekommen, um halt mehr Follower, mehr Likes und etc. zu bekommen. Und sie treiben dich dann auch immer noch in einem Jugendzentrum rum. Und ja, dort ähm, findet dann bald eine Veranstaltung statt. Und dort werden dann auch Gegenstände verkauft. Unter anderem wird da ein sehr merkwürdiger und sehr alt aussehender Spiegel soll dort dann auch verkauft werden. Und die beiden Mädels schauen sich diesen Spiegel etwas genauer an. Und ja, dieser Spiegel ist verhext. Und dieser Spiegel tut Chantal und Zaynep in eine, ja. Märchenwelt hinein katapultieren, wo sie alle möglichen und unmöglichen Figuren aus diversen Märchen kennenlernen und ja, wie man es bei so kennt, das artet natürlich in Chaos aus. Ja, so viel kann man Sagen zu der Story, ohne zu viel zu verraten. Ja, der Film, der ist natürlich absolut ähm, überspitzt dargestellt, absolut übertrieben dargestellt. Also natürlich alles natürlich so auf ähm, Social Media dies und das, Anspielungen und so. Und ähm, als ich im Vorfeld gesehen habe, dass der Film ähm, bei Stunden geht oder was bei den ganzen TikTokern kann man das so sagen, wenn man die Durchschnittszeit von einem TikTok-Video von 15 Sekunden heranzieht, sind das ungefähr 480 TikTok-Videos. Und ähm, ja, ich dachte erst, boah, 120 Minuten, das könnte schon recht lang sein. Und ja, irgendwie an manchen Stellen war es auch ein bisschen lang, ein bisschen langatmig. Aber ähm, dieser ganze Social Media Humor, den man so von dieser Figur Chantal einfach kennt und äh, Jelle Hase spielt, diesen Charakter einfach wunderbar, hat das doch gar nicht mal so extrem langweilig werden lassen, sondern man hatte immer wieder diese Gags gehabt, wo es dann, wo man dann sagen könnte, okay, ja, gut, alles klar. Bin drin in dem Film, passt hundertprozentig und so. Aber trotzdem hätte ich mir vielleicht zehn Minuten weniger Zeit vielleicht an manchen Stellen dann, beziehungsweise zehn Minuten weniger für den ganzen Film vielleicht doch ein bisschen mehr gewünscht. Dann hätte man das in manchen Szenen ein bisschen straffen können. Wo ich aber persönlich doch an manchen Stellen überrascht war, dass, obwohl es jetzt, sage ich jetzt mal, eine, eine deutsche Produktion ist, die Effekte sehen in den deutschen Filmen immer besser aus. Also manche Sachen sahen ja ein bisschen, ja, ein bisschen weniger gut aus. Dafür sahen andere Effekte erstaunlich gut aus. Ja, so die der ganze Storyverlauf, wie die da, die beiden Mädels da, diese kompletten Märchenwelt da umkrempeln, ist wirklich mit jede Menge Lacher gespickt. Also das muss man ganz ehrlich sagen, der Film, der nimmt sich zu keiner Minute ernst. Und für alle, die jetzt ein intellektuelles, hoch angesehenen Märchenfilm sehen wollen, nein, das ist er definitiv auch nicht. Was einfach ist, ist wirklich so Social Media Humor auf extrem lustige Art und Weise übertrieben dargestellt. Also da werden so viele Marken und dies und das genannt. Ich glaube, dadurch wird sich der Film auch gut finanziert haben. Da gibt es auch einige... Produktplacements und alles. Also da werden die wahrscheinlich ordentlich Kohle für eingenommen haben, um diesen Film zu finanzieren. Und ja, also der Film ist... Also man sollte sich vorher den Trailer auch nicht angucken, wenn man jetzt äh, nicht so viel von der Story wissen möchte. Denn der, 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 der Trailer oder die Trailer sind so ungefähr der ganze Film in kurz zusammengefasst. Das Einzige, wofür man dann noch in den... Film reingeht, ist dann wirklich nur um ähm, Dinge im Detail halt zu sehen und um die ganzen Sprüche und das alles zu hören, weil als ich den Trailer schon gesehen habe, wusste ich schon, wo die Reise hingeht, was alles passieren wird, dies, das und so. Also mit dem Trailer kann man mehr spoilern als mit allem anderen. Das muss man ganz klar so sagen. Also wer wirklich ungespoilert in den Film reingehen und genießen möchte, der sollte sich keinen Trailer davon angucken. Ja, so viel kann man dazu sagen. Was kann man noch sagen? Ja, also die Kulissen fand ich teilweise echt geil, beziehungsweise die Drehorte. Es hat äh, diese gerade so diese, diese Burgen und das alles, das war teilweise echt gut. Manches war auch ein bisschen CGI und äh, Greenscreen und so. Ja, das war auch noch ganz okay. Aber so im Großen und Ganzen haben sie sich da echt Mühe gegeben, auch was so, für das man sagen muss, es ist ein Quatschfilm. Selbst bei den Kostümen hat man sich da teilweise echt Mühe gegeben. Also, die sahen teilweise schon echt ähm, mit sehr viel Arbeit gespickt aus. Also, da müssen viele Leute sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Und das für so einen Film fand ich schon interessant auf jeden Fall. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, Chantal in Märchenland, die dort alles auf den Kopf stellt, was er auf den Kopf stellen kann. Der Film ist absoluter Quatsch. Das will er auch sein, hundertprozentig. Der Film hat absolut übertriebenen Social-Media-Humor und äh, Produktplacements, dies, das und so. Schauspielerisch ist er wirklich gut dargestellt. Also man muss sagen, wenn man diesen Humor von Fakio Goethe mag, dann muss man auch diesen Film gesehen haben, denn das... Ist für mich so ein bisschen so der Nachfolger von Fakio Goethe, weil auch ähm, es werden auch Bezug auf solche Sachen teilweise genommen. Und ähm, ja, deswegen also, wer Fakio Goethe mag, der wird auch an diesem Film viel Spaß haben. Und ähm, ja, wie gesagt, manche Effekte haben mich positiv überrascht, manche Sachen haben mich weniger überrascht. Aber wer ungespoilert in diesen Film reingehen soll, der sollte sich nicht den Trailer angucken, denn da ist der ganze Film mehr oder weniger in. Kurzform dargestellt. Welche Bewertung gebe ich dem Film? Das ist jetzt die Frage der Fragen, weil er ist wirklich auf, in Anführungsstrichen aufwendig gemacht für so einen Quatschfilm. Manche Effekte sahen besser aus, manche Effekte sahen weniger gut aus. Man hat sich auch mit den Kostümen wirklich Mühe gegeben. Und äh, ja, also ich würde mal sagen, ich gebe den Film. Zwischen drei und vier Totenköpfen. Weil der Film ist nicht schlecht, aber der Film ist jetzt auch nicht Bombe. Aber viele Leute, die Fuck you, Goethe und was mögen, für die ist das definitiv was. Und ähm, ja, ansonsten ist das wirklich nur eine Parodie von ähm, diversen Märchen einfach, muss man ganz einfach so sagen. Aber der Film ist definitiv nicht schlecht. Der Film hat halt wirklich diesen Social Media Humor, wie man es halt so aus der... Perspektive halt auch ähm, sich denken mag, aber ich denke mal, bei drei bis vier Totenköpfen, da ist das schon ganz gut. Wie gesagt, ich finde ihn ein bisschen zu lang, also man hätte vielleicht das Ganze auf zehn Minuten weniger machen können. Und ähm, ja, ich denke mal, wäre da vielleicht noch mal ein bisschen straffer, ein bisschen, Oder das erzählt ist wo es an manchen Stellen ein bisschen langsam, aber das passt soweit ganz gut. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten liken und abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.